Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren actionstarken Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder reinschlängelst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter. Gewinnspiel ist aktiv. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Geht ganz schnell, ist ganz easy. Und wir machen jetzt natürlich weiter. Mann, einige der Kostüme sind echt verflucht hässlich. Also der hier, oder? 10. Jahrestag-Anzug. Ich weiß nicht. Der geht noch. Das Ende-Anzug, der geht noch. Aber der hier geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Ach, und einige haben geschrieben, yo, du wusstest doch schon, dass du den Comic-Effekt deaktivieren kannst. Das hat dir das Spiel doch ganz deutlich gesagt. Und damit meinen die aber nicht die Skins. Die haben den Comic-Effekt. Denn ich habe reingeguckt, der ist bei uns aus. Den Comic-Effekt kann man auch allgemein aktivieren. Das heißt also, du kannst immer diesen Effekt drin haben, egal mit welchem Skin. Aber bei uns ist das im Moment gerade aus. Und wenn ich jetzt so einen Skin wähle, das ist skinabhängig. Ich glaube, bei dem kannst du es nicht rausmachen. Also ich hab's nicht gefunden. Bei mir steht dick und fett in den Optionen aus, auch wenn ich einen Skin anhabe. Ich denke, die meinen einfach, dass man allgemein dann diesen Effekt freigespielt MJ, hat. MJ, gut, dass du anrufst. Wie geht es dir? Gut. Ich bringe gerade noch ein paar Kisten ins Haus und war vorhin bei Harry. Aber wie geht's dir? Ich habe von der Lizardjagd gehört. Mir geht's super. Connors ist geheilt. Der Anzug funktioniert noch. Und ist offenbar ein sogenannter Symbiont. Oh, und das ist ein Alien. Ist ziemlich irre, oder? Warte, was? Du klingst nicht gerade besorgt. Ich bin etwas besorgt. Aber ohne ihn hätte ich Connors nicht aufhalten können. Peter, ihr beide habt die halbe Stadt verwüstet. Hast du gesehen, wie das Museum aussieht? Ich bin überrascht, dass niemand getötet wurde. Das bin ich nicht? Du weißt, dass ich ihn irgendwie heilen musste. Hätte ich ihn einfach weiter allein Dinge zerstören lassen sollen? Darum geht es doch. Ich werde heute Nacht hier arbeiten. Ich glaube, ich habe endlich Inspiration für meinen Jonah-sicheren Aufmacher gefunden. Vielleicht ist später schon was fertig, was ich dir zeigen kann. Was ist nur mit dir los? Muss der Stress sein. Ein wenig Zeit allein sollte helfen. In der Zwischenzeit sollten wir sehen, wem wir helfen können. Tja, Venom will wohl doch ein Held sein, ha? Brecher, den breche ich die Knochen. Mann, hier drin ist aber ganz schön dunkel. Ihr habt den Jackpot geknackt. Los geht's! Firefly! Wow. Du kommst da von hinten? Es ist super dark hier drin. Los, du Idiot! Bam. Ba-bam. Ba-bam. Gern geschehen. Wenn ich euch je wiedersehe, gibt's Ärger. Peter. Plötzlich so energisch. Aber MJ steht nicht auf energische Typen. So, wir kümmern uns mal hier um die Karabinov Familiengeschichte. Wenn ich euch je wiedersehe, dann gibt's richtig auf die Fresse. Ich bin gespannt, wenn ich wieder hier was von Yuri vernehmen darf. Hallo, hallo, hallo. Ich bin hier. Ich bin hier und wir haben heute alle gemeinsam Spaß. Stillhalten! Da wird heute richtig rumgeballert. Guck, guck! Der Anzug wird auch immer ekelhafter, ne? Davor war der eher so ein normaler Anzug mit so ein bisschen Venom-Optik so leicht, ne? Akzenten. Und jetzt ist der schon richtig, richtig Venom-mäßig. Venom ist zwar natürlich deutlich buffer, klar. Ich weiß, wie Venom aussieht. Aber ihr wisst, was ich meine. Naja, okay, wenn wir mal den Spider-Man 3 Sam Raimi Venom nehmen, der war jetzt nicht so buff. Der Eddie Brock war nicht so buff unterwegs. Tja, hier scheint es Eddie Brock gar nicht zu geben. Oh, toll. Noch nicht. Vielleicht kommt er ja noch. Das kann ja sein.
Wer weiß, wo Venom hinwandert. Ich habe keine Ahnung. Rein theoretisch könnte Eddie Brock noch dazukommen, denn Spider-Man war ja Venoms erste Wahl und er ist ja regelrecht besessen von der Spinne und hätte ihn gerne als Wirt, als Symbiont-Buddy. Mal sehen, was noch in dieser Basis läuft. Irgendwas hier noch, ne? Kommunikationsgeräte. Ach, Vorratsraum voller Waffen. Wäre doch schade, wenn dir ein Spider-Man einnetzen würde. Wenn da so ein Spider-Man kommen würde und Mann, alles ich wollte MJ ein bisschen würde. Zeit allein geben, aber ich bin platt. Zeit für eine kleine Pause. Ich frage mich, wie ihr Artikel wird. Venom muss ja eigentlich auch fressen, ne? Muss fressen. Aber im Moment frisst er gar nichts. Sie hat ja nur von Peter? Ah, schon wieder vergessen, die Bettlaken zu waschen. Whip, whip. Whip drauf los, yeah. Whip, whip. Whip it real, boy. War da eben gerade eine Kiste? Dieses Geräusch ist doch eigentlich immer dieses Kistengeräusch, ne? Dieses... Gut, ich habe das Geräusch nicht besonders gut nachgemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Kistengeräusch eben. Wir als Gesellschaft müssen kollektiv den Heldenbegriff überdenken. Wie ich befürchtet hatte, ist ein Monster, das angeblich geheilt sein sollte, zurückgekehrt, um Chaos zu verbreiten. Und Spider-Man hat uns nicht beschützt. Wieder randaliert Dr. Kurt Connors, Lizard genannt, auf unseren Straßen, verfolgt von Spider-Man, der dabei das erbärmlichste Heldentum zur Schau stellt, das ich je erlebt habe. Ist es heldenhaft, unbezahlbare Artefakte zu zerstören? Ganze Häuserblocks einzureißen und Kosten in Millionenhöhe für den Steuerzahler zu verursachen? Was ist mit den dutzenden verletzten Polizisten, die ein Problem lösen wollten, das Spider-Man erst verursacht hat? Natürlich war das alles nicht allein. Die Jäger treiben weiter ihr Unwesen. Unkontrolliert und unbeachtet. Das Ausmaß der Verwüstung in dieser schönen Stadt ist nicht mehr zu ertragen. Wir haben wirklich genug. Wann machen unsere gewählten Volksvertreter endlich ihre Arbeit? Wir können nicht länger warten. Bald ist es nämlich zu spät. Mhm. Alright. Ja, Venoms Kid ist ja Carnage. Und Toxin gibt's auch noch, ne? Aber da gibt es ja auch sehr, sehr viele Symbionten. Ich weiß noch, irgendeinen Spider-Man-Comic hatte ich mal, wo Spider-Man in der Heimatwelt der Symbionten war. Waffengeschäfte auf meinen Straßen? Ultra. Kommt frisch. Ich sehe ihn. Das war Ultra, das Schluss Häppchen. Schluss damit! Er ist stärker, aber wir siegen. Guck, guck. War nur Vorgeschmack. Warte, Netzwurf. Ist das? Das hier? Nee, das ist das Schwingen, oder? Wenn jemand eingesponnen ist. Glaube ich zumindest. Davon sind noch mehr. Ah, das wird gerade nix. Der geht mir ganz schön auf die Nerven. Na, jetzt geht er an der Wand. Kämpfen wir jetzt noch gegen einen Anzug? Oh, wow. Ja, das runter. Ist er. Mann, ich muss ihn erst aufstehen lassen. Achtung! Ja. Bam. Putz. Und tschüss. Sagt's gern weiter. New York ist Sperrgebiet. So, jetzt aber mal hier zur Festung.
New York ist Sperrgebiet für böse Buben. Denn hier ist Spider-Man und sein Alien-Kumpel. Wie der Comic hieß, weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist alle stellenweise schon fast 30 Jahre her, wo ich die Sachen gelesen habe. Auch der Kraven Spider-Man Comic, den ich meinte, der ist ja auch irgendwie, glaube ich, von 1992. Ich habe schon wieder den Titel vergessen. Ja, bin schon wieder vergessen. Die Leute haben ihn in die Kommentare gepostet. Habe ich gegoogelt. Yep, das ist der. Und ich glaube, er war von 1992. Ist da wer? Es ist die Spinne! Long time ago alles. So alt bin ich schon, dass ich solche Comics damals gelesen habe, als sie rausgekommen sind. Ich fühle mich zwar immer noch wie 16, aber naja. Und sehe immer noch aus wie 16, aber naja. Kommt und sammelt euch! Boah. Da war ich ein bisschen zu gierig, hä? Mann, die ganzen Schützen hier geben wieder Vollgas. Verstärkung? Noch mehr von euch? Wer hat Verstärkung gerufen? Wow, wow. Oh Gott, da kommen ja richtig viele. Schießt auf ihn! Autsch. Bam. Dass man hier aber auch nicht in Ruhe jemanden verprügeln kann, ohne dass dann direkt eine ganze Armee kommt. Achtung! Okay, der ist erledigt. Komm her. Geht aus dem Weg. Ziel erfasst. Na du? Alter. Mal sehen, was die da aushecken. Eine Karte der Upper West Side. Was können die sich da denn leisten? Eine Basis im verlassenen Hotel? Ich mach dann mal den Zimmerservice. Es wird Zeit fürs Hotel. Hier. Ich muss nicht online reservieren, oder? Wahrscheinlich nicht, Pete. Ja, also vieles von meinem Comic-Wissen ist halt auch schon echt alt und lange her. Ich weiß, die Leute erwarten immer bei Videos, dass man... Den Ansätzen nach dient ihnen diese Basis als Waffenlager. Nicht mehr lange. Dass man sowas alles halt auch präsent weiß, aber ich erzähle ja hier aus Erinnerung. Es ist nicht so, dass ich mir davor, wenn ich jetzt irgendwie ein Video machen würde, so hey, erzähl mal irgendwie die Origins von Venom, dann würde ich mir davor natürlich die Comics nochmal durchlesen, dann wüsste ich das auch wieder alles, ne? Also, das ist alles nur so ewig her und Erinnerungen und Comics, die mich halt wirklich sehr beeindruckt haben als Kind, Teenager. Ich habe auch mal zu einer gewissen Zeit auch sehr viele Mangas gelesen. Ja, als Comic-Nerd hatte ich dann auch mal so eine Manga-Phase. Und es gibt auch diverse Mangas, die ich sehr gut fand. Mein Liebling immer noch Ranma ½. Leider wurde die Serie nie komplett auf Deutsch synchronisiert. Auch die Serie super. Ich glaube, RTL 2 hat das damals gehabt, ne? Ranma. Und ich muss halt sagen, mit Anime und Manga kann ich nicht mehr so viel anfangen, weil viele Dinge mir halt auch so, wie soll ich sagen, so endlos sind. Ja, und ich finde auch, vieles wiederholt sich so ein bisschen. Natürlich gibt es bestimmt ganz, ganz viele Sachen, wo die Leute sagen, nee, das musst du mal lesen, das ist komplett mal wieder was anderes und... Aber der Stil geht einfach im Moment nicht mehr so an mich.
was die Mangas und Animes angeht. Full Metal Alchemist fand ich noch ziemlich gut, so von den etwas neueren Sachen, auch wenn das auch schon wieder uralt ist. Sonst, die ich toll fand, das war Ranma, Dragon Ball natürlich, Dragon Ball Z fand ich dann schon nicht mehr so geil. War mir zu viel mit Füllerfolgen. Hat mir nicht mehr so gut gefallen. Also das Original Dragon Ball ist für mich persönlich mit Abstand tausendmal besser. Okay, hier rennen noch irgendwelche rum oder was soll ich hier machen? Ne, ich schalte alle Jäger aus, auch wenn hier irgendwelche Geräte oder sowas angezeigt werden. Aber wo sind die Jäger? Sind die wahrscheinlich im Gebäude drin? Dann mochte ich so Sachen wie Golden Boy. Das fand ich richtig geil, damals auf MTV. Ghost in the Shell. Kein Waffenarsenal der Welt macht sie platt. Du schmeißt die Jagd schon hin? Hör zu. Ein guter... Da oben. Da ist Spider-Man. So. Wie ist das nochmal mit dem Vampir? Van Helsing? Ich werde schießen. Und die Smashing Pumpkins noch das Intro gesungen haben. Glaube ich, liegt auch auf MTV. Schneidet mich hier raus! Alter, war mal so ein Bärenmann. Das fand ich noch gut. Inuyasha habe ich versucht, hat mich aber nicht so überzeugt. Natürlich nach Ranma 1,5 brauchte ich Stoff. Da ist Inuyasha natürlich sehr naheliegend. Neon Genesis fand ich sehr gut, die Originalsachen. Weiß nicht, wie viel Neues davon gibt. Neon Genesis Evangelion. Also wirklich die ersten Werke, für die neuen kann ich nicht sprechen, wenn es da was geben sollte, nicht mal das weiß ich. One Piece auch, fand ich auch sehr geil, mit Bucky und so. Fand ich das ziemlich nice, aber dann wurde es mir halt auch zu viel. Weil das ist auch sowas halt, das ging halt ewig weiter. Das war halt dann auch wieder so endlos und immer noch mehr Stärke und noch mehr Kräfte. So ein bisschen derselbe Verlauf, den Naruto und Dragon Ball halt auch haben. Sie enden halt nie. Death Note, auch nur der Anfang, habe ich geguckt. Fand ich auch gut, sehr gut sogar. Und dann, ja, hat sich's auch irgendwie verloren und war dann nur noch so, okay. Brauch einen besseren Winkel. Habe ich noch geguckt. Ah, viel Zeug. Beute, Berserk. Klar, auch richtig stark. Weiß nicht, ob da auch Neuauflagen existieren. Halt eher so die alten Sachen. Irgendwo hier lungert noch ein Dude. Wo bist du, Dude? Wo bist du? Bist irgendwo da hinten. Da unten ist noch mal eine ganze Armee, oder was? What? Laser-Akku. Ich würde gerne rum, aber ich verputzel mich erstmal. Einer weniger. So, da oben ist noch einer. Achtung! Jetzt noch zwei. Wo ist der andere? Oh, hier unter der Treppe. Yikes. Schön. Jetzt erledige den letzten. Hier angerichtet. Jetzt müssen wir nur noch die übrigen Jäger erledigen. Und die sind wo? Unten, oben, oben, unten. Und dann warte mal, hier ist noch ein Laser. Boom! Das waren die Nebenziele der Base. Ist irgendwo noch alles voll mit Jägern, aber auf welcher Ebene? Das ist die große Frage.
eben gerade einen gehört. Ich höre sie. Da ist einer. Nee. Das sind die Gefangenen. Die haben wir schon verkloppt. Ach hier, ganz unten. Moin. Ich sehe Spider-Man. Wechsle Position. Mann. Wie er es eben gerade gesagt hat. Vorsicht! Was zum? Too many Jägers on the dance floor. Achtung! Volle Deckung! Ich schieße! Kloppe! Tu uns allen gefallen und fall einfach tot um. Jetzt müssen wir nur noch die übrigen Jäger erledigen. Was habe ich da eben gerade noch gemacht? So, seid ihr die letzten Jäger? Ziel im Visier. Wenn ich hier raus. So. Wir sollten mehr über Cravens Familie herausfinden, bevor sie hier eintreffen. Die trifft hier wirklich ein? Bei mir formieren! Boah, was ist das jetzt schon wieder für einer hier? Bam! Bam! Alle erledigt. Nice. Da ist es. Hallo? Das wird dir gefallen, Itrochi. Vater, bitte, mach Schluss damit. Die anderen reden nicht mehr mit mir. Komm doch einfach nach Hause. Es ist noch nicht zu spät für uns, wieder eine Familie zu sein. Ich werde nicht sterben wie gewöhnliche Leute. Was? Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Ich traue den anderen nicht. Sie machen mir Angst. Dann verkrieche dich, wenn du mit der Schande leben kannst. Du lässt das nicht zu, dass sie mir was tun, oder? Vater? Das liegt bei dir. Also, das war traurig. Dann müsste jemand mal zur Therapie. Diese Familie verdient deine Sympathie nicht. Weiter zur nächsten Basis. Oh, das war noch nicht das Ende. Ich dachte, das wäre die letzte. Knallhart, dieser Craven. Knallhart. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!